hierher? Eine Villa für Obdachlose. Steuermann Lars, die Wacht, Damit können wir doch über die Elbe. Nimmst du mir mit? Ich will nicht nach Dresden. Gut, wenn du schweigen kannst, dann darfst du meine Wegbegleiterin sein. Seeleute, spannt eure Segel doch auf und zeigt uns des fliegenden Holländers Lauf. Hier ist nicht mit fliegendem Holländer. Der Kahn geht morgen früh ab mit Kabit nach Dresden. Erlauben Sie mal, haben Sie das Boot gefunden oder ich? Sie riechen unangenehm. Ich kann mich ja ihretwegen parfümieren. Wenn Ihnen der Duft nicht behagt, können Sie ja rausgehen. Komm, leg dich, Kleine. Ach, geben Sie mal Ihren Mantel. Wir schlafen da drüben in der Ecke. Rutsch ein bisschen. Auf dem Boden erkälte ich mich. Hey, Sie können doch nicht einfach... Pfui, was Sie gleich denken, es ist doch noch ein Kind. Ah, bei den Künstlern, da kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Ich möchte gern schlafen. Haben Sie gehört? Die Kleine möchte schlafen. Also seien Sie ruhig. Wenn er schläft, stechen wir den See. Ich bin schon 17. Ich sehe bloß so klein aus.